Und damit kommen wir ins Prologgebiet. Jetzt sind wir zum ersten Mal in einer halbwegs freien Welt. Wir sind noch nicht richtig in der normalen Welt des Spiels. Dazu müssen wir noch ein kleines bisschen was machen. Aber zumindest ist die Einführung, das Intro erstmal soweit überstanden. Und an der Stelle beschäftigen wir uns nicht mit Zelandin, denn ich habe es schon gesagt, ich möchte hier im Let's Play nur die Hauptquests machen. Und werde den Rest dann ein bisschen abseits der Aufnahme machen, sonst zieht sich das zu sehr in die Länge. Ach doch, wir müssen erstmal mit Zelandin reden, siehst du mal. Ihr seid wach, dem Himmel sei Dank. Dieser Arm dir scheint sehr krank zu sein. Ihr seid wach, Algier. Gott sei Dank. Ihr wart nach den Erlebnissen von letzter Nacht sehr erschöpft, aber der Waldläufer hat uns am Ende alle sicher nach Arschid gebracht. Ich mache mir schreckliche Sorgen um meinen Freund. Amdir sieht so furchtbar krank aus. Ihr könnt selbst nach ihm sehen, wenn ihr möchtet. Er ist gleich dort drüben, westlich von hier. Seht ihr dort, auf der anderen Straßenseite? Seht selbst, wie es Amdir geht, und wir können jetzt erstmal das Quest annehmen. Ich dachte gerade, es wird schon abgeschlossen, aber wir nehmen es erstmal an. Und damit beginnt das Intro hier, also der Prolog hier in diesem Gebiet. Und wir schauen mal kurz auf die Karte und sehen, wir sind jetzt in Arschid. Allerdings geht es hier noch nicht nach Süden raus. Wir können hier, doch, wir können das bedienen, okay. Wir können es doch schon. Aber wir kommen noch nicht nach Süden raus, das werden wir noch sehen. Denn hier wird sich noch einiges verändern und das ist noch ein Gebiet, das nicht zum normalen Spiel gehört. Die Gegend, in der ihr euch befindet, verfügt über mehrere dynamische Ebenen. Das heißt, wir sind zeitlich noch vor den Geschehnissen, die sind, wenn wir im freien Spiel dann hier hinkommen. Aber sprechen wir mal mit Amdir, denn um den steht es nicht gut. Wir können uns übrigens auch mal hier anschauen, die Gesichter. Kann ich mich denn... Naja, ich hocke mich jetzt nicht hin. Ich glaube, das bringt auch nichts. Macht euch wegen mir keine Sorgen. Es ist bloß ein leichtes Frösteln. Ihr seid also endlich aufgewacht, Algier. Ihr habt euch die Ruhe verdient, denn ihr habt gestern tapfer gekämpft. Ich selbst habe im Schlaf keine Ruhe gefunden. Die Klinge des schwarzen Reiters hat nur meine Schulter verletzt, doch der Stich ist nicht besonders tief. Ich friere, aber das ist egal. Es ist lieb, dass ihr euch um mich sorgt, aber ich selbst sorge mich um Streicher. Ihm wurde eine wichtige Aufgabe übertragen, jedoch um meiner und Arschids Willen zögert er. Findet heraus, warum Streicher hin und her gerissen ist. Amdir versichert euch, dass es ihm gut geht, aber er sieht leichenblass aus und zittert vor Kälte. Es sind zu viele Taten zu vollbringen. Alle von dringender Natur und keine davon ist leicht. Seid gegrüßt, Algier. Amdir hat recht, ich bin hin und her gerissen. Ich will ihn nicht in diesem Zustand zurücklassen und Arschid muss gewarnt werden, dass die Schwarzwolds vorhaben, die Stadt anzugreifen. Aber ich sollte schon längst auf der Suche nach einem anderen Beutlin sein. Ja, denn Gandalf hat Aragorn damit beauftragt, nach Frodo Ausschau zu halten. Die Sache ist ja, Gandalf und Frodo wollten ja eigentlich zusammen aus dem Auenland aufbrechen. Das Problem ist nur, Gandalf wurde von Saruman gefangen gehalten auf dem Orthanc in Isengard. Und ja, das ist halt dann, das hat dazu geführt, dass Gandalf das erste Mal überhaupt in seiner Zeit als Gandalf zu spät kommt und nicht zu einem verabredeten Treffen erscheint. Und deswegen muss Frodo dann allein aufbrechen und trifft in Bre scheinbar zufällig auf Streicher oder auf Aragorn. Bleiben wir bei Aragorn, weil Streicher nicht so schön klingt. Und Aragorn wurde aber tatsächlich damit beauftragt, nach Frodo Ausschau zu halten, wenn er in Bre vorbeikommt. Nur hatte Gandalf ihm gesagt, der kommt wahrscheinlich im Sommer vorbei. Tatsächlich ist er aber erst Ende September gekommen, weil Frodo noch so lange gewartet hat. Denn ein Brief, der ihn eigentlich erreichen sollte von Gandalf, wurde nie versandt. Und dafür ist Gerstmann Butterblume, der Gastwirt des Tinseln Ponys, verantwortlich. Der kleine Schussel. Okay, wir können hier jetzt eine Belohnung auswählen. Das wird später noch öfter passieren. Eine der drei Sachen können wir mitnehmen. Und dann nehmen wir natürlich die mittlere Rüstung mit. Der mittlere Rüstungen können wir tragen. Leichte Rüstungen sind entsprechend schwächer vom Rüstungswert her. Also wir sehen links das Neue, rechts das momentan Ausgerüstete. Ist auch interessant, dass es ein von Elben gefertigter Stoffbrustpanzer ist, was wir tragen. Genau, wir nehmen natürlich die mittlere Rüstung, denn die schwere können wir nicht tragen, die noch ein Stück besser wäre. Vielleicht könntet ihr von Hilfe sein. Hauptmann Farnbach beherzigt meine Warnungen nicht.
Vielleicht könnt ihr helfen, Aegir. Die Einwohner von Arshid werden in großer Gefahr sein, wenn die Schwarzwolds den Plan ausführen, in dem wir letzte Nacht mit angehört haben. Der hiesige Hauptmann, ein Mann namens Farnbach, mag mein Aussehen nicht und hört deshalb nicht auf meine Warnungen. Sprecht bitte für mich mit ihm und seht, ob ihr ihn nicht wachrütteln könnt. Jeder Moment, den ich hier verbringe, ist ein Moment, in dem sich mein wahrer Schützling weiter blindlings in unfassbares Unglück stürzt. Der schwarze Reiter, den ihr letzte Nacht gesehen habt, sucht nach einem Beutlin. Aber es ist nicht unser Freund Mundo. Redet mit Hauptmann Farnbach in Arshid. Tun wir gern. Und ich verschwinde damit mal wieder aus dieser Ego-Perspektive. Muss übrigens dazu sagen, so wie wir das sehen, die Gesichter sind ja schon relativ detailliert, wenn man bedenkt, dass das Spiel schon noch ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Das ist allerdings der höchste Detailgrad, den ich hier habe. Wird aber später noch sehr schön werden, wenn wir in Regionen kommen, in denen wir eine weitere Sicht haben, weil man dann ein sehr schönes Panorama einfach genießen kann. Und das ist doch schon ziemlich angenehm, finde ich. Und dann ist das Spiel auch wirklich schön, muss ich sagen, auch wenn es schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Mir gefällt der Anblick dieser Waldläufer nicht im geringsten. Seid ihr gestern mit diesen Waldläufern angekommen? Ich mag nichts im geringsten, wie sie aussehen, aber ich genehmige ihnen, wegen der Wunden des blassen Waldläufers zu bleiben. Ihr sagt, die Schwarzwolds wollten uns angreifen, aber ich glaube euch nicht, nicht ohne Beweise. Diese Räuber waren schon immer in dieser Gegend. Sie sind ein unbändiger Haufen, aber keine Mörder. Wenn ihr unbedingt müsst, könnt ihr ja mit den Leuten der Stadt sprechen, und sehen, ob sie auf eurer Seite sind. Dann werde ich die Warnung der Waldläufer in Betracht ziehen. Gut, man ist ein bisschen skeptisch. Hauptmann Farnbach glaubt nicht, dass die Schwarzwolds eine Gefahr darstellen. Das liegt daran, dass die Waldläufer bewusst einen schlechten Ruf einnehmen in Breland, denn sie sind die heimlichen Verteidiger und wollen aber nicht als solche zu erkennen sein. Das macht die Sache für sie einfacher, wenngleich sie auch damit immer undankbar behandelt werden. Das ist halt ein bisschen traurig für die Waldläufer, aber sie legen sich bewusst dieses Image der Streuner und Streicher auf, um mal wieder zu Streicher zu kommen. Übrigens heißt es im Original Strider, was man eher mit Streiter übersetzen könnte vielleicht. Der wird auch Langbein genannt. Er ist einfach ein sehr schneller Wanderer, der schon an sehr vielen Orten war und dadurch hat er den Namen bekommen. Er streicht halt viel in der Gegend herum. Warum belästigt ihr mich? Wenn Hauptmann Farnbach sagt, dass wir in Sicherheit sind, dann sind wir es auch. Er hat bisher immer gute Arbeit darin geleistet, das Dorf zu beschützen. Warum würden uns die Schwarzwoldwanderer jetzt plötzlich angreifen? Katharina Hensardt glaubt, dass Arshid keiner Gefahr ausgesetzt ist. Tja, wir können uns schon denken, da wird sie nicht die Einzige sein. Aber gehen wir erstmal rüber zum Banwar Distelwolle. Die Namen sind übrigens, das ist tatsächlich im Buch so verwirkt, immer an Pflanzen angelehnt. Also wir haben ja auch gestern mal Butterblumen zum Beispiel, haben wir die Distelwolle. Farnbach heißt der, nicht der Banwart, der Hauptmann. Und das ist tatsächlich im Buch alles so vermerkt, dass die alle Namen tragen im Breland, die irgendwas mit Pflanzen zu tun haben. Nicht bloß die Menschen, sondern auch die paar Hobbits, die im Breland leben. Was kann ich für euch tun? Ihr denkt, die Schwarzwolds wollen uns angreifen? Redet keinen Unsinn. Sie hegen keine Sympathie für uns, aber sie haben keinen Anführer und streiten öfter untereinander als mit Fremden. Sie könnten ja nicht mal ein Eichhörnchennest überfallen, geschweige denn unsere Stadt. Ja, sie werden als gefahrlos angesehen, als ungefährlich angesehen. Und in Arshid fühlt man sich sicher. Wir können uns denken, das wird vielleicht nicht ganz so bleiben. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Wie ich sehe, ist euer Freund verwundet. Ich hoffe, es waren nicht die Schwarzwolds, die ihm das angetan haben. Ich vertraue Hauptmann Farnbach wirklich sehr, denn seit er die Führung Arshids übernommen hat, waren wir immer in Sicherheit. Ich werde dem Hauptmann nicht widersprechen, aber ich werde dem verletzten Kerl trotzdem helfen, so gut ich kann. Gut, damit sollen wir wieder zu Aragorn aufbrechen. Wir können auch hier übrigens mal schauen, dass so typische Standard-Idylle sozusagen, kleines Stillleben in den Städten dann immer, wie die Leute dann schmieden hier an der Esse. Die können wir später auch selbst bedienen und Handwerk betreiben, aber dazu komme ich zu gegebener Zeit, denn momentan ist das noch nicht möglich. Wir sind ja noch im Intro-Gebiet. So, und damit zurück zu Aragorn. Man findet überall nur friedvolle Bürger. Es ist eine schwierige Aufgabe, sie davon zu überzeugen,
dass böse Menschen mit bösen Absichten böse Taten begehen werden. Warum gibt es nur überall so friedvolle Leute? Es ist unglaublich schwer, sie davon zu überzeugen, dass böse Leute mit bösen Absichten böse Taten vollbringen werden. Es sieht so aus, als könnte ich noch nicht abreisen. Amdir braucht meine Hilfe und es gibt noch viel Arbeit in Arche zu tun, um diese Leute auf den bevorstehenden Sturm vorzubereiten. Wenn ihr mir helft, könnte ich vielleicht noch vor heute Nacht abreisen. Und das wollen wir natürlich, dass Aragorn möglichst schnell... Wenn ihr euch dem Kampf stellt, müsst ihr vom Ausbilder alle möglichen Fertigkeiten erlernen. Ja, wir wollen natürlich, dass Aragorn möglichst schnell in Bre ankommt und dieses Lichtspektakel gerade, das war übrigens das Zeichen dafür, dass wir ein Level aufgestiegen sind. Wir sind nun Level 2. Leider wird das natürlich nicht so schnell weitergehen. Können wir uns denken, es wird immer schwieriger mit der Zeit aufzusteigen. Es gibt viel zu tun und ihr seid neu in dieser Welt voller Gefahren. Wenn ihr Arshed helfen wollt, ist es von äußerster Wichtigkeit, dass ihr eure Klassenfertigkeiten verfeinert. Ich würde gerne eure Hilfe in Anspruch nehmen, doch möchte ich, dass ihr für die Gefahren, denen ihr entgegentreten werdet, bereit seid. Gut, wir machen uns auf den Weg zum Ausbilder. Da hat man, muss ich dazu sagen, was verändert. Und zwar war es früher noch so, dass man wirklich, wenn man ein neues Level erreicht hat, neue Fertigkeiten freigeschaltet bekommen hat, die man dann beim Ausbilder lernen musste. Jetzt haben sie es ein bisschen bequemer für alle gemacht. Jetzt kriegt man die automatisch reingeklatscht in die Skillleiste, wenn man ein Level aufsteigt. Wenn da neue Skills auf dem Level verfügbar sind, sind sie sofort in der Skillleiste drin. Das heißt, im Prinzip sind die Ausbilder nur noch Makulatur. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Ich bin hier, um euch zu helfen, zu einem stärkeren Jäger zu werden. Während ihr in den Stufen aufsteigt, werdet ihr immer mehr Fertigkeiten erlernen. Gut, das brauchen wir nicht mit dem Hinweis. Wir benötigen Fokus, um einige Spezialschüsse zu benutzen. Das ist gut zu wissen, brauchen wir jetzt aber noch nicht zu wissen. Eigentlich müsste es dafür auch... Ach, die Anzeige ist hier, genau. Die Anzeige für den Fokus ist hier unten. Das füllt sich dann hier, diese Leiste. Und wenn die einzelnen Striche erreicht sind, dann werden die Fertigkeiten freigeschaltet. Zum Beispiel für das hier brauchen wir haben wir Kosten von 3 Fokuspunkten. Das heißt, das komplette Ding muss voll sein. Gut, damit wollen wir mal annehmen. Neue Aufgabe, der durchdringende Schuss eines Jägers. Setzt durchdringender Schuss gegen die Übungspuppe ein. Können wir gleich von hier aus machen. So, offenes Angreifen, bla bla. Ist der offene Schuss? Durchdringender Schuss, Entschuldigung. Das ist der, den wir momentan noch nicht machen können. Das heißt, wir müssen erstmal Fokuspunkte sammeln. Also greifen wir einfach an. Und jetzt geht das. So, wir haben durchdringender Schuss gegen die Übungspuppe eingesetzt. Das heißt, die 3 Fokuspunkte sind doch nur eine Leiste. Entschuldigung, das habe ich jetzt gerade falsch gesagt. Ich grüße euch. Gut gemacht, Aigir. Im Laufe eurer Weiterentwicklung werdet ihr feststellen, dass es noch viel mächtigere Fertigkeiten gibt, die ihr auf eure Feinde loslassen könnt. Viel Glück. Und ich würde sagen, wir nehmen die angelaufene Klinge. Die Waffen sind vom Schaden her alle gleich. Allerdings haben die einzelnen Waffenklassen verschiedene Fähigkeiten. Also bei der normalen Klinge die Parierfertigkeit, die dann ein bisschen verbessert ist, die Wahrscheinlichkeit. Beim Dolch Waffe führen 1% Wahrscheinlichkeit auf kritische Treffer. Deswegen tragen vor allem die Diebe ständig die angelaufenen Dolche, weil es bei denen oft um kritische Treffer geht. Und die Handaxt, die durchdringt die Rüstung des Gegners ein bisschen. Ich bleib bei der angelaufenen Klinge und einen neuen Kurzbogen kriegen wir auch, der auch noch besser ist als der alte. So, damit machen wir uns wieder rüber zu Aragorn. Und ich will nochmal ganz kurz das ganze Zeug anlegen. Und wir werden jetzt sehen, ich mache mal kurz hier auch den Charakterbildschirm auf dazu. Da sehen wir unseren Charakter nochmal in der Nahaufnahme. Huch. So, und da haben wir erstmal den Bogen. Das ist der alte, hier ist der neue Bogen, ne? Ja. Der Bogen sieht identisch aus wie vorher. Gut, aber wenn wir... Ich drehe nochmal zurück hier. Aber wenn wir jetzt die neue Rüstung anlegen, werden wir sehen... Sieht anders aus. Sieht ein bisschen töftig aus, ich weiß, ist jetzt nicht ganz so mein Ding. Aber damit können wir leben. Wir können übrigens auch daran was drehen, wenn wir das ändern wollen. Jetzt muss ich nochmal kurz schauen. Ja, es wurde die richtige Waffe ausgewechselt. Jetzt haben wir ein Messerchen und ein richtiges Schwert in der Hand. Wunderbar. Wir können hier beim Zierwerk draufgehen und die Zierwerkausstattung aufrufen. Und dann können wir, weil ich auf dem Konto halt mit jedem Charakter den Ringpanzer der Hammerhand kriege, habe ich jetzt schon das erste Zierwerk. Das können wir hier anlegen.
Und könnt dadurch unseren Charakter schon vom Aussehen her verändern. Er wird dann so aussehen. Das hat überhaupt keine Auswirkungen auf die Rüstung. Das ist rein von der Optik her. Und ich würde sagen, wir lassen das mal an. Weil es einfach besser aussieht als das lilane Kostümchen, das wir vorher anhatten. So sehen wir doch schon weitaus eher aus wie ein richtiger Kämpfer. Und gehen zu Aragorn zurück. Habt ihr eure gelernten Fertigkeiten gemeistert? Habt ihr bei eurem Ausbilder ein paar neue Tricks gelernt? Ja, das habt ihr wohl, denn ihr scheint nun viel selbstbewusster. Ihr seid dabei, eine wirklich gefährliche Aufgabe anzunehmen. Wenn wir scheitern, fürchte ich, dass nicht nur Arschid in Schutt und Asche liegen wird. Der schwarze Reiter hat den Einfluss Angmars bis an unsere Türschwelle gebracht, Aegir. Heute steht so viel auf dem Spiel. Seid ihr bereit, dieses große Wagnis zu unternehmen? Wir sind es! Amdir, mein armer alter Freund. Ein Schatten hat sich auf ihn gelegt. So, wir haben Level 3 erreicht und wir sehen, wir haben einen neuen Skill erlangt. Falle stellen, den lege ich gleich mal hier hinter mit. Sagen wir mal hier hin, weil das keiner der Kampfskills ist. Ich will vorne wirklich die Kampfskills liegen haben, damit ich dann der Reihe nach die drücken kann, wenn ich mal im Kampf bin. Gut. Amdir, mein armer alter Freund. Ein Schatten ist über ihn gekrochen. Der schwarze Reiter, der ihn verwundet hat, ist eine viel schrecklichere Kreatur, als ihr jemals auf euren Reisen treffen werdet. Nur sagt das mal nicht zu voreilig. Da bin ich mir nämlich nicht so sicher. Wir haben nur wenig Zeit und müssen sie möglichst gut ausnutzen, indem wir zwei Dinge gleichzeitig tun. Amdir braucht ein Heilmittel, Aegir, und zwar schnell. Kennt ihr die Königskrautpflanze? Sie besitzt mächtige Heilkräfte. Ihr solltet Hauptmann Farnbach fragen, ob er weiß, ob sie hier in der Gegend wächst. Bietet ihm auch Hilfe an, wenn es euch nicht zu sehr vom eigentlichen Ziel abbringt. Wir müssen anfangen, sein Vertrauen zu gewinnen. Und vielleicht wird er euch gegenüber ja etwas freundlicher sein, nachdem ihr eine gute Tat vollbracht habt. Okay, wir sprechen mal mit Hauptmann Farnbach. Interessant, dass immer noch keine Nebenaufträge sind. Ich dachte, die hätte es zu dem Zeitpunkt schon längst gegeben. Aber vielleicht hat man das auch mal geändert. Kann sein. Mir gefällt der Anblick dieser Waldläufer nicht im geringsten. Königskraut, was? Das ist eine hübsche blättrige Pflanze, die bei Bronwes Zierbau wächst, einer Ruine südlich von hier. Pflückt so viel ihr wollt, wir haben dafür keine Verwendung. Und was euer Angebot, uns zu helfen angeht, das werde ich annehmen. Wir können immer ein paar fähige Hände gebrauchen und ihr könnt genauso gut euren Unterhalt verdienen, solange ihr bei uns bleibt. Mein bester Mann, Cornelius Strohlehm, schlägt sich in letzter Zeit viel mit den Wölfen herum. Vielleicht könntet ihr ihm ja auf dem Weg zu eurer Gartenarbeit für den Waldläufer unter die Arme greifen. Oh, dieses viele Gelese. Ich merke schon, es geht ein bisschen auf die Stimme und auf die Zunge. Das wird noch lustig, glaube ich. Denn wir sehen schon, es wird halt nicht so viel geredet, jetzt von der Sprachausgabe her. Sondern das meiste ist eben mit Vorlesen. Gut, und damit machen wir uns mal auf den Weg. Wir sehen schon hier drüben, die sind rot eingezeichnet. Die Farbe ist immer ein Indiz darauf, dafür, auf welchem Level die sind im Vergleich zu uns. Wir sehen Level 10, wir sind Level 3, die sind 7 Level höher, deswegen wird das rot angezeigt. Es gibt für verschiedene Level immer verschiedene Markierungen oder für verschiedene Levelabstände, sagen wir es mal so. Ich mache mal kurz unten hier den Weltchat aus. Halt, hier geht das. Filter ändern. Welt. Nehme ich mal raus, weil die Leute immer mal im Weltchat quatschen und ich will das nicht zugebombt haben davon. Gut, und dann machen wir uns auf zu Cornelius Strohlehm. Der steht glücklicherweise gleich hier rum und wir können mal ein bisschen die Landschaft hier uns anschauen. So sieht Breland aus. Viel Grün, ein paar Gebirgsausläufer und einige Ruinen der Waldläufer. Einige arnorische Ruinen, sagen wir es mal so. Und da werden wir auch gleich hingehen, denn das davon ist Bronwes Zierbau. So, so. Wenn das nicht der Gerüchtemacher ist. Seht an, wenn das nicht der Gerüchtemacher ist. Ich habe viel von euch gehört, Aegir. Wie ihr mit eigenen Augen sehen könnt, gibt es hier keine Räuber, die uns belästigen. Es sind die Wölfe, die uns in der letzten Zeit Probleme bereiten. Sie scheinen sich um Bronwes Zierbau herum versammelt zu haben, vor allem bei der Spitze der Ruinen. Farnbach hat euch geschickt, damit ihr mir helft. Also sollt ihr das auch tun. Ich möchte, dass ihr mehr über unsere Wolfsprobleme herausfindet. Gut, wir machen uns auf den Weg zu Bronwes Zierbau. Da wollen wir ja sowieso hin.
und soll ein paar Wölfe platt machen auf dem Weg dorthin. Kein Problem, fangen wir hier gleich an. Auch wenn das ein Junges ist, das ist natürlich äußerst gemein von mir. Aber hier am Anfang ist das noch nicht das Problem. Ich möchte übrigens mal ganz kurz das schauen. Wir haben hier ein... Das Menü gibt es noch nicht. Okay, dann werden wir das später eingeführt. Dann machen wir das auch erst später. Das ist schade. Wir können ja, wie gesagt, eine Spezialisierung dann auswählen. Ich weiß nicht, ab welcher Stufe das beginnt, dass wir das können. Aber die will ich dann auch so schnell wie möglich vornehmen, wenn wir das können. Denn damit schalten wir eine schöne Fertigkeit frei. Aber erstmal kümmern wir uns um die Wölfe. Alles kein Problem jetzt erstmal. Die können wir ganz gemütlich im Vorbeigehen hier mitnehmen. Und sammeln das erste Attilas ein. Attilas, Königskraut, wissen wir, wird hier als Unkraut behandelt im Prinzip. Also es wächst an einigen Ecken. Ist im Film übrigens auch falsch dargestellt. Dort schickt Aragorn Sam los, um Königskraut zu suchen. Und der sagt, das ist Unkraut, das wächst hier überall. Ist aber gar nicht so. Vor allem nicht dort, wo sie dann sind, in den einsamen Landen. Dort wächst nämlich so gut wie gar keins und Aragorn muss weit laufen, um überhaupt welches zu finden. Er sucht es nämlich eigentlich selber im Buch. So, aber hier wächst es zum Glück. Das hat damit zu tun, dass hier eine anorische Ruine ist. Das hängt miteinander zusammen, weil die Dúnedain früher das Königskraut als Heilkraut gehalten haben und angebaut haben. Deswegen ist natürlich in der Nähe der anorischen Ruinen immer noch ein bisschen Königskraut vorhanden, während es in den anderen Ecken eben nicht vorkommt. Denn es sind halt die Überreste des Anbaus von früher. So, nochmal kurz drauf. Mit dem Messerchen hinterher. Und mal den Großen ausgepackt hier. So, müssen wir die eigentlich? Ne, wir müssen die ja gar nicht bekämpfen, ne? Da kann ich sie auch stehen lassen. Wir müssen jetzt nicht unnötig uns im Kämpfen aufhalten. Wir müssen zur Spitze und wir sehen, da hängt ein Banner rum. Was ist denn hier? Dort oben am Ende der Treppe weht ein seltsames Banner, das ein bisschen schmutzig zu sein scheint, aber ich glaube, das ist bewusst so gewählt. Wir sehen schon mit Wolfskratzerchen. Gut, untersuchen wir das Ganze mal. Der Wolfsmeister nähert sich euch. Ihr müsst ihn besiegen. Dass er mir einen Besuch abstatten würde. Ihr werdet noch bereuen, dass ihr euch Nase in Dinge gesteckt habt, die euch nichts angehen. Gut, das kriegen wir hin. Und da ist er auch schon tot, der hält nicht viel aus. Das ist überhaupt nicht das Problem. Und damit können wir uns wieder zurück auf den Weg zu Cornelius Strohlehm machen, der sich das vermutlich ein bisschen anders vorgestellt hat. Denn, oh. Ja, in dem Spiel, das kann ich an der Stelle mal erzählen, gibt es keinen Fallschaden. Nicht direkt zumindest, sondern wir brechen uns die Knochen und das bedeutet, wir humpeln verkrüppelt durch die Gegend. Wenn der Fall allerdings zu tief ist, dann kassiert man auch nicht direkt Schaden fürs Leben, sondern man stirbt sofort. Das ist allerdings schon ein sehr tiefer Fall dann. Es gibt aber einige Ecken, an denen das ohne weiteres möglich ist, sich in den Tod zu stürzen. Und irgendwas anderes wollte ich gerade sagen. Ach ja, Cornelius Strohlehm, genau. Der wird sich das bestimmt anders vorgestellt haben, denn wir haben schon gehört, der hat eine kleine, schmierige Stimme. Verleugnet die Gefahr durch die Räuber. Könnte es sein, dass der vielleicht ein Böser ist? Sie ist sehr unauffällig, ich weiß. Äußerst unauffällig. Unmöglich. Ein Schwächling wie ihr hat den Wolfmeister besiegt? Wie könnt ihr nur vor mir stehen? Ein Schwächling wie ihr hat den Wolfsmeister besiegt? Pah! Ich würde euch mit meinen eigenen Händen töten, wenn dieser nahe Dirk Schlammziegel nicht zusehen würde. Es ist egal. Ich habe keine Angst aufzufliegen. Farnbach wird euch niemals glauben. Er denkt, dass ich ihm seit meiner Kindheit treu gedient habe, der alte Narr. Sagt Farnbach, was immer ihr wollt, aber Archet wird fallen. Und ich werde mehr Gold erlangen, als ihr euch je vorstellen könntet. Und ihr werdet mit dem Rest sterben, wenn ihr euch nicht vor dem heutigen Abend aus dem Staub macht. So, dann sollten wir vielleicht mal mit dem Königskraut zurückkehren und sollten Aragorn davon erzählen. Vielleicht auch Hauptmann Farnbach, aber ich glaube, der wird uns nicht glauben. Da müssen wir mal so realistisch sein. Wahrscheinlicherweise wird er nicht glauben, was wir zu erzählen haben.